Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. Jetzt ist Endspurt angesagt, das wird jetzt hoffentlich der letzte Teil sein über das Modul Berg. Am Ende des vorigen Teils habt ihr noch gesehen, wie ich eine Straßenleuchte aufgestellt habe. Die Straßenleuchten, die ich hier aufstelle, das sind Peitschenleuchten von der Firma Wissmann, die sind mit einer SMD-LED ausgerüstet. Zwei von fünf Leuchten habe ich jetzt aufgestellt. So sieht mein Fabrikgebäude, mein Fabrikgelände von vorne aus. Und jetzt werde ich die Straßenmarkierungen aufzeichnen. Dafür habe ich mir hier auf Papier so eine Schablone gemacht. Auf der Schablone sind kleine Markierungen drauf und diese Markierungen werde ich jetzt mit einem weißen Lackstift auf das Modul übertragen. Zuerst mache ich die Markierungen, die die Kurve darstellen an dieser Kreuzung. Hier habe ich eine weitere Schablone, die ist für gerade Straßen gedacht. Die Schablone ist halb so breit wie die Straße, also ca. 2,5 cm und die kann ich direkt an die Kante des Bürgersteigs anlegen. Wie man sehen kann, war diese Kreuzung nicht so vorgesehen, wie ich die jetzt darstelle. An dieser Stelle sollte eine T-Kreuzung entstehen und der Straßenverlauf sollte von der Modulkante hoch zu den Gleisen gehen und dann in einem Rechtsknick an den Gleisen entlang verlaufen. Allerdings werde ich jetzt die Straße, die Richtung Gleise führt, als Zugangsstraße für die nächste Fabrik benutzen. Tja, da sich jetzt hier der Straßenverlauf geändert hat, muss ich auch den Bürgersteig auf der linken Seite verändern. Der Bürgersteig hier auf der linken Seite hatte jetzt einen 90-Grad-Knick und diese Ecke muss ich jetzt wegmachen und muss sie ein bisschen abrunden, sodass sie passend ist zum Radius der Straße. Hierfür zeichne ich mir als erstes die Straßenmarkierung in der Mitte der Straße auf und dann kann ich den Abstand zum linken Straßenrand ausmessen und dann sollte der Radius passen. Dafür habe ich mir eine Markierung auf dem Bürgersteig gemacht. Hier werde ich jetzt mit einem Cuttermesser an der Linie entlang einschneiden. Anschließend wird dieses Pappstück entfernt, dann wird die Oberfläche der Straße geschliffen und neu angestrichen. So, die Straße ist geändert, die habe ich jetzt geschliffen und angemalt und jetzt mache ich weiter mit dem Grünstreifen hier an der Modulkante. Hier wird jetzt als erstes Holzleim aufgetragen und dann kommen Büsche drauf, damit das Ganze nicht zu flach aussieht. Und wenn ich schon mal dabei bin, Bücher aufzukleben, dann mache ich das auch hier drüben an dem Zaun hinter der Straßenleuchte.
Und jetzt werde ich die nächste Straßenleuchte aufstellen. Das ist wieder eine Peitschenleuchte von Wismann und für die habe ich ein 4 mm Loch in den Bürgersteig gebohrt. Dort kommen dann die Kabel durch und anschließend wird die Lampe dort eingeklebt. Hier an der Straße entlang mache ich das im Wechsel. Ich werde zuerst Bäume und Bücher aufkleben und dann die Straßenleuchten aufstellen. Die Kabel der Lampe habe ich jetzt durch das Loch gefädelt. Die Lampe habe ich jetzt mal so grob aufgestellt. Als nächstes nehme ich mir einen Zollstock und messe die anderen Lampen aus, sodass nachher alle Lampen dieselbe Höhe haben. Hier auf dem Fabrikgelände neben dem Nebengebäude werde ich jetzt noch einen Baum aufstellen. Dafür wird ein 3 mm Loch gebohrt. Anschließend kommt da Holzleim rein. Dann wird der Baum aufgestellt und um den Stamm rum kommen wieder Grasfasern. Für den einen oder anderen scheint das jetzt ein bisschen durcheinander zu sein, wenn ich an der einen Ecke was baue, dann wieder an der anderen Ecke und so weiter. Aber wenn ich so einen Part fertig habe und schaue mir dann das Ganze in der Übersicht an, fallen mir ab und zu noch Plätze auf, wo ich denke, da könnte noch was dazu passen. Und hier in diesem Fall dachte ich, neben dem Nebengebäude, da muss noch ein Baum stehen. Und hier kommt jetzt eins zum anderen. Da ich sowieso schon da hinten in der Ecke auf dem Fabrikgelände am Basteln bin, werde ich hier noch ein bisschen Deko verteilen. Unter anderem werde ich jetzt hier am Zaun noch einen Container aufstellen und an den Zaun kommen noch ein paar Holzbretter. Jetzt mache ich wieder weiter hier vorne an meiner Straße. Hier werden jetzt noch ein paar Löcher gebohrt, hier werden noch Bäume aufgestellt. Zwischen den Bäumen stehen dann Büsche und auf der Grünfläche werde ich noch Grasbüschel verteilen. Hier wird jetzt die nächste Straßenleuchte aufgestellt. Das ist die vorletzte für dieses Modul. Hier hinten in die Ecke, in diese Kurve, dort bohre ich jetzt noch zwei Löcher, hier werden noch zwei Bäume hingestellt. Und hier in der Kurve wird jetzt die letzte Straßenleuchte für dieses Modul aufgestellt.
Dann habe ich jetzt noch drei Verkehrsschilder, die ich aufstellen will. Ein Schild für die Vorfahrtstraße, ein Schild für Parken verboten und ein Schild für Vorfahrt achten. Um die Schilder aufstellen zu können, mache ich ein kleines Loch in das Modul. Da kommt Kleber rein und dann werden die Schilder aufgestellt. Die drei Schilder stehen, so schaut das jetzt aus. Hier habe ich noch einen LKW-Anhänger. Der wird hier drüben auf dem Fabrikgelände stehen. Auf die Straße kommt jetzt noch ein PKW. In diesem PKW habe ich 4 SMD-LEDs eingebaut, 2 für die Scheinwerfer und 2 für die Rücklichter. Und um das Auto jetzt aufstellen zu können, brauche ich ein 4 mm Loch in der Straße. Und durch das Loch werden dann die Vorwiderstände und Kabel durchgeführt. So, das Loch ist gebohrt, die Kabel sind durchgeführt, jetzt kommt ein bisschen Holzlamm an die Räder von dem Auto und dann wird das Auto aufgestellt. Gegenüber der Einfahrt von dem Fabrikgelände, dort soll ein LKW stehen. Und für das Aufstellen dieses LKWs gilt dasselbe wie für den PKW. Ich muss zuerst einmal ein 4 mm Loch bohren, denn in diesen LKW habe ich auch SMD-LEDs eingebaut. So, soweit, so gut. Die Deko ist soweit aufgebaut. Eine Kleinigkeit fehlt noch, aber um die aufbauen zu können, brauche ich schon das nächste Modul. Das nächste Modul, das wird der große Bahnhof sein und genauso wird das Modul auch heißen, großer Bahnhof. Bis das aber soweit ist, dauert es noch ein Momentchen und vorher muss ich noch das Modul Berg verkabeln. Und dazu wird dieses Modul jetzt auf die Seite gestellt, sodass ich an die Unterseite rankomme. Das Verkabeln dauert ja eine Zeit lang und ist auch nicht so besonders spannend, deswegen zeige ich euch das in einzelnen Fotos und kurzen Filmsequenzen. Das Modul habe ich jetzt auf die Seite gestellt und damit es nicht mehr umkippen kann, wird es noch mit Schraubzwingen fixiert. Das Modul habe ich jetzt auf die Seite gestellt und mit Schraubzwingen fixiert und jetzt werde ich anfangen, das Ganze zu verkabeln. Wenn ich so ein Modul verkabele, ist die Vorgehensweise eigentlich immer gleich. Zuerst einmal werden alle Kabel, die unten aus der Platte raushängen, in eine kleine Schlaufe gelegt und mit Heißkleber befestigt.
Das hat den Vorteil, dass man so ein Kabel nicht abreißen kann, wenn man mal ein bisschen fester dran zieht. Besonders bei den Kabeln, die so ganz dünn sind wie die von den SMD-LEDs oder anderer Beleuchtung. Des Weiteren versuche ich immer darauf zu achten, dass ich alle Kabel parallel zueinander lege, soweit es möglich ist, sodass man immer sieht, wo das Kabel herkommt und wo es hingeht. Auf die Weise kann man immer den Verlauf nachvollziehen. Tja, so hat jeder seine Vorgehensweise und ich werde jetzt hier noch ein bisschen verkabeln und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao und immer schön neugierig bleiben.